So, Vorsicht bitte, wir drehen jetzt fast bis Ende. Und bevor die Lok Schuppen fährt, erklärt in an der Dampflokomotive kurz was. So, ja, wie gesagt, die Lokomotiven sind ja den meisten bekannt mit den Nummernschildern, wie sie sich hinter ihnen sehen, sind sie sechsstellig. Dann kam in den 70er Jahren die EDV dazu und jetzt in Europa tragen alle Lokomotiven zwölfstellige Nummern. Wie gesagt, die Kollegen aus Luxemburg, von der Luxemburger Staatsbahn, haben sie also nicht so versteckt wie wir in Deutschland bei den Museumsloks. Wir müssen die Nummer irgendwann analog müssen wir die tragen, aber es ist zum Glück noch nicht vorgeschrieben, wo wir sie tragen. Also wir tun unsere zwölfstellige Nummer verstecken bei unseren Museumslokomotiven, können Sie dann ja auch mal schauen. Aber die Kollegen aus Luxemburg haben sie in Gelb auf Schwarz hier niedergeschrieben. Und so hat jedes Eisenbahnfahrzeug mittlerweile, was in Europa sich bewegen will, so eine zwölfstellige Nummer. Das hat auch die Vereine richtig Gebühren gekostet, um in Europa diese zwölfstellige Nummer zu bekommen. Die 82, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe, das ist also dann das Land, wie gesagt. Und man kann aushand dieser Nummer genau erkennen, wem die Lok gehört, wo sie hingehört und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die Kollegen, das ist die Originalnummer, die kommt dann meistens in den Nummern mit vor. Aber wie gesagt, war auch nicht immer garantiert. Und wie gesagt, das ist das. Ich bin gespannt, wenn die erste Dampflok fährt, die vorne so ein riesen Nummernschild hat mit 12 Nummern drauf. Irgendwann machen wir das mal. Wie gesagt, das war es jetzt kurz zur Erklärung und jetzt Vorsicht im Stand 7, weil die Luxemburger, wie gesagt, die Loks-Nummer so schön rangeschrieben haben und wir Deutschen verstecken die Nummer. So, Vorsicht im Lokschuppen, Stand 7 kommt eine Lok, Vorsicht im Lokschuppen, Stand 7 kommt eine Lok rein. Ja, wie gesagt, die Lokomotive gehört der Staatsbahn von Luxemburg. Deswegen sind also Staatsbahner aus Luxemburg. Diese Lokomotive entspricht der deutschen Baureihe 42 und die Lokomotive wird heute Abend den Dampfzug vom Lausitzer Dampflokclub nach Cottbus fahren. Gekommen ist ja der Zug von Cottbus mit 52 80 79, die hier im Tor 8 steht von Dampf Plus, und heute Abend fährt der Cottbuser Dampfzug mit der Luxemburg zurück nach Cottbus. Und bitte treten Sie hinter die gelben Striche hier an der Scheibe zurück. Ist zu ihrer Sicherheit. So, also die meisten Lokpersonale sind jetzt Mittagessen. Ich glaube, jetzt tritt etwas Ruhe hier an der Scheibe ein. Bitte bleiben Sie hinter der gelben Linie. Und beim Überschreiten der Gleise bitte nicht auf die Schienenköpfe treten. Nicht auf die Schienenköpfe treten.
No Tritt auf den Schienenkopf. So, wer schon seit Stunden hier an der Scheibe ist, der weiß jetzt, was kommt. Wer neu hier ist, wir müssen die Diesellok mit einer tschechischen Gastlokomotive, die auch in Deutschland mal gefahren sind. In Deutschland hießen sie V107. So, das ist nur kurz ein Gastbesuch. Die Lok wird jetzt nur einmal komplett gedreht und geht wieder Richtung Bahnhof. Grüß dich. Wie gesagt, die tschechische Lokomotive ist also eine tschechische Lokomotive, die aber auch in Deutschland in der DDR gefahren ist. Vor allen Dingen in Leipzig waren die in BW Süd als Rangierlokomotiven lange beheimatet und hießen bei uns 107.
Ja, die silberne Lokomotive, die also der tschechische Gast diese Lokomotive zieht, ist eine Lokomotive von ITL. ITL ist ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen, was in den 90er Jahren hier in Dresden im Alberthafen gegründet wurde. Ist ein großes privates Güterzugverkehrsunternehmen geworden, war im Besitz einer Privatperson, vor allen Dingen vom Herrn Wegert. Und der Herr Wegert hat dann vor einigen Jahren 50% von ITL an die französische Staatsbahn verkauft. Heute gehört also ITL größtenteils der französischen Staatsbahn, macht aber hier in Deutschland einen großen Güterverkehr. Wer aus der Region ist, in Pirna unter der dicker geworden sind, ist es auf 40 cm vor Jahren erhöht worden und jetzt sind es 55 cm. Und wenn die Torbreiten nicht mehr stimmen, dann, wie gesagt, müssen diese Hallen gesperrt werden. Es gibt bei einem westdeutschen Verein wirklich so eine Sache, da hat man das Lokschuppentor zumauern müssen, weil dahinter stand eine Lokomotive und die hätte man ja noch mal rausziehen können. Um das zu verhindern, hat die Berufsgenossenschaft verlangt, dass, wie gesagt, das Tor direkt zugemauert wurde. Das ist leider so. Und deshalb hat ITL auch in Pirna diese große mit. Natürlich sind dort die Arbeitsbedingungen für die Angestellten bedeutend besser, wenn man in